Ja, gestern Glück gehabt mit dem Wetter in Emden. Heute ist es nämlich wieder am Regnen und zwar flächendeckend. Aber heute können wir den Großteil mit der Bühne machen und müssen nur das Totholz innen drinne, entweder mit Stangensäge oder tatsächlich kletternerweise entfernen. Jo, kurzes Update. Es hat tatsächlich aufgehört zu regnen, wenigstens mal kurz. Wir haben hier aus der Birke den Überhang rausgenommen und schon gehäckselt. Jetzt steht die Bühne drinne, Kombination Bühne klettern, also hier Überhang und hier aus dem Toten. Da ist ein Toter, der bleibt auch als Habitat stehen, haben wir auch ein bisschen was rausgenommen. Und jetzt geht es da dran, den zurückschneiden überm Dach. Matze ist drinne, klettert innen das Totholz raus mit Stangensäge, wie man da sehen kann. Und Markus schneidet den Überhang überm Dach mit der Bühne und ich häcksel. So hat jeder was zu tun. Und es läuft, warte mal, ich kann euch das mal kurz zeigen. Wie gesagt, Matze ist zu klettern drin, Markus fährt die Bühne. So, da ist hier, da sieht man, da nimmt er innen das Totholz raus. Ja, das liegt dann alles hier, das sammeln wir gleich ein und hier wird wie gesagt das Dach freigeschnitten. Und ich häcksel. Ja, wollen wir hoffen, dass der Winter nicht so verregnet wird wie letztes Jahr. Jojo, so, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Baustelle hier. Hier haben wir die Hecke und den Kram gerodet. Jetzt ist Matze hier mit dem Bagger bei und siebt die Steine aus. Moment, ich nehme euch mal kurz mit, hier hoffentlich ohne überfahren zu werden. Ja, hier waren nämlich überall Steine drin, deswegen konnten wir das nicht fräsen, mussten wir kurzfristig umdisponieren, haben uns dann für Baggern entschieden. So, die Steine liegen natürlich trotzdem im Weg. Aber die meisten hat er jetzt ausgesiebt. Sehr schön. So weit, so gut. Ja, das Kabel ist dann auch gefunden. Gut. Ja, kurzes Update. Wir haben noch mal kurz gekippt. So einen kleinen Haufen Scheiße hier hin. Ja, im Moment ist da ja noch viel grüner Teil mit dran. Ist auch klar, wir haben ja Thuja-Hecke und so einen Kroppelscheiß gehäckselt. Also die Karre war wieder genau gut voll. Ja, und jetzt müssen die Jungs das leider noch mal einmal wieder aufschieben. Ich fahre nämlich jetzt zum Matze. Wir müssen ja warte mal, kann ich ja noch schnell aufschieben. Dann kann ich das noch einmal machen. So, ja, wir müssen mal ein bisschen lauter sprechen, weil das Radio an ist. Also ich schiebe jetzt hier gerade mal den Bülten auf und ja, dann können wir gleich Feierabend machen. Kamera halten und gleichzeitig Radler fahren ist gar nicht so lustig. Ja, gerade wieder ein Vorderkopf gestreichelt. Hier vorne, da könnt ihr unterm Zaun sehen. Süßes kleines Mädchen. Ja, Vorderköpfe. So, was haben wir hier gemacht? Hier haben wir den Überhang überm Dach geschnitten. Konnten wir zum Glück mit der Bühne ran. Das Dach ist freigestellt. Ja, ich filme in letzter Zeit wenig, ne? Weil erstens sind es Rückschnittarbeiten. Ihr wollt ja lieber den Hulk sehen. Naja, und zweitens ist es halt einfach bei dem Wetter doof mit, wie ihr seht, Matze da hinten im Baum klettern. Hier nehme ich dasselbe Spiel. Hier müssen wir auch die Dächer freischneiden. Und da bei den Buchen steht auch auf dem Plan, dass wir gerade Überhang zum Nachbarn möchte, dass wir so viel wie möglich schneiden. Boah, ist immer schwierig. Aber wie gesagt, da muss Überhang geschnitten werden, hier muss Überhang geschnitten werden. Der Kunden ist es auch alles zu dunkel geworden. Und hier bei dieser wunderschönen Blutbuche genauso. Hier übrigens eine grünblättrige Rotbuche. Weil viele sagen immer dazu Rotbuche. Nein, das ist keine Rotbuche, das ist eine Blutbuche. Das hier ist eine grünblättrige Rotbuche. So, hier auch Matze fleißig am Auslichten und Einkürzen. Hier Richtung Garten, damit eben hier Luft und Licht reinkommt. Linde verträgt einen ordentlichen Rückschnitt, wisst ihr selber. Gut, die wachsen auch nach, aber letzten Endes lebe ich davon, genau wie ein Friseur davon lebt, dass Haare nachwachsen. So, Matze, ich bin kurz im Chefauto, schnell Musik aus wegen Claimen. Ich bin kurz im Chefauto, wie ich das ja so lieb nenne. Administratorische Tätigkeiten erledigen. Ich habe einen Subunternehmer, Ex-Kamerad von mir,
im gleichen Kommando gedient wie ich. Und der macht auch das Gleiche wie wir, nur er im Kommunalbereich, wir ja im Privatbereich, sodass wir uns da nicht ins Gehege kommen und wir uns eben gegenseitig gut ergänzen. Und ihn habe ich jetzt beauftragt, für mich eine Baustelle zu häckseln, weil das für unseren Cheetah einfach zu viel, zu groß ist. Und dann wird da auch noch Forst gemulcht, bis 40 cm tief. Und ja, der kommt halt auch zum Glück aus einer anderen Gegend. Eher Richtung Westerstedter Raum runter. Und ja, da muss ich jetzt eben einmal fix hin. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Ja, wie ihr seht, wir haben gerade davon gesprochen. Jochen ist gerade da. Der hat, glaube ich, die erste Tour schon weggehäckselt. Ja, sehr geil. So, hier seht ihr den Haufen. Ist schon ein guter Teil weg. Ja, da ist schon ein guter... zweimal Bunker voll, glaube ich. Zweimal Bunker voll. Ihr seht, die Kernsanierung ist hier auch schon im vollen Gange. Ne? Das Haus wird ja kernsaniert. Ihr hört da überall die Presslufthammer und so. Moin! Grüß dich! Ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich wollte gar nicht so zwischenfallen. Alles gut. Übrigens ganz geil, ne? Alle reden vom Energiesparen. Guck mal hier, die Straßenlaternen sind an. Alle reden vom Energiesparen, ne? Sehr geil, oder? Ich krieg da ein Ei am Wandern. Ich krieg da echt ein Ei am Wandern. Übrigens hier an der Hauptstraße auch, wie ihr seht, ne? Also hier an der Hauptstraße auch, alle Laternchen an. Sehr geil, oder? Finde ich auch. Total energiesparend. Wir sollen ja auch alle E-Auto fahren, ne? Aber dafür eben lieber kalt duschen. Ja, ich gehe jetzt Döner besorgen für die Jungs. Aus der Kategorie passt kein Lift rein. Also hier haben wir natürlich Überfahrtafeln über die Stauden gelegt. Da ist Platte drunter. Hier hinten ist auch eine große Überfahrtafel drunter, um den Druck besser zu verteilen. Und Matze schneidet da oben jetzt fleißig aus. So, und der sollte dann nur Krautsalat, Tzatziki, Soße und Brot. Die hat schon gut Federn gelassen. Ein paar Äste nach hinten noch raus, müssen wir mal gucken. Stangensäge oder doch noch rein? Ja, nein, ich nicht. Den hier, ja gut, hier ja, ist ja nicht, da ist nicht viel dran. Ja, ja, genau, hier ist aber ja auch nicht viel dran. Also hier können wir noch so ein bisschen zip spitzen. Bei dem anderen müssen wir mal gucken, ja. Ja, ich bin auf dem Weg nach Idafehn zum Kippen. Die Jungs haben Feierabend. Ja, und ich mache eben das, was jeder Chef macht, nämlich länger arbeiten als alle anderen. So, Sonntag 9:30, ich starte meine Besichtigungsrunde. Sind 18 Stück. Die letzte ist um, ich meine, 18 Uhr. Ja. Ne, warte mal, das ist Nummer 17. Da kommt noch eine. Jo. 18 Stück, 18 Uhr die letzte. 18:30 also wieder zu Hause, dann alle Angebote schreiben. Wird wieder ein langer Sonntag, war schon ein langer Samstag. Ich habe ja eure ganzen Videos vorgeschnitten, 4 Stück an der Zahl. Habe also den ganzen Samstag Video geschnitten. Ja, und werde dann jetzt den ganzen Sonntag von 9:30 bis um 18 Uhr Besichtigung machen. Ne? Das Leben eines Selbstständigen, was ich euch schon gesagt habe. Wenn ihr meint, dass ihr mit weniger Arbeit mehr Geld verdient, macht euch bitte nicht selbstständig. Ihr werdet mehr arbeiten als jemals zuvor. Fakt. Ne? Zumindest wenn ihr Erfolg haben wollt, dann müsst ihr mehr arbeiten und härter arbeiten als jede andere. Oder ihr habt eine saugute Idee, die sich echt geil vermarkten lässt. Ja, das dazu. Also auch wieder mit Ruby unterwegs. Ich hätte vielleicht vorher noch tanken sollen, weil ich auch noch nach Wiesmoor muss und alles. Schon blöd irgendwie. So, hier bin ich jetzt. Ich habe gerade mal 2 Rechnungen persönlich zugestellt. Hier bin ich jetzt am Rathaus. Warum bin ich am Rathaus? Ganz einfach, Montag ist Abgabetermin für eine Ausschreibung, an der ich teilnehme.
Und die schmeiße ich dann jetzt auch noch mal schnell in den Postkasten. Dann ist das auch erledigt. Hoppala. Dann bin ich da auf jeden Fall innerhalb der Frist. 5 vor 12 ist auch 5 vor 12, ne? Wisst ihr, was ich meine? Hauptsache, das Ding ist bis Montag abgegeben. So, zack, erledigt. Mit im Rennen für die Ausschreibung. Ja, so ist das. Das ist Ol Wilm. Ol Wilm ist hier ganz bekannt geworden. Der hat früher immer, das war ein Böschkopper. Also jemand, der für andere Leute einkaufen gegangen ist und so und dafür ein bisschen was bekommen hat. Und als der dann gestorben war, ganz bescheiden in so einer kleinen Hütte und so gelebt, hat man gesehen, dass er doch, also für damalige Verhältnisse, ziemlich vermögend war. Er hat aber eben immer bescheiden mit seinen Tieren gelebt. Und ich weiß gar nicht, was da mit dem Geld passiert ist, aber ich glaube, das ist auch irgendwie für gemeinnützige Zwecke oder so dann gestiftet worden. Hier das Lustige, also überhaupt nicht lustig, ne? Da vorne habt ihr gesehen, war beim Bäcker viel los. Hier diese Bäckerfiliale, eigentlich mein Stammbäcker, Bäcker Jansen, da habt ihr mich schon ganz, ganz oft morgens Brötchen holen sehen. Also zumindest, wenn ich mal Zeit dafür habe und mal sonntags nicht so viel los ist. Ja, zu, ne? Energiekrise, zu. Weil hier ja im Ort nicht sowieso schon so wenig los ist, ne? Und die ganzen Firmen, so wie da auch hier Krone Volt, ne? Blumenladen da, ne? Es stirbt aus, ne? Es ist traurig hier, ne? Und wenn du dann irgendwann mal alt und klapprig bist, dann kannst du maximal noch, ja, wenn du dann gut bist, schaffst du es noch zum Discounter zu laufen. Aber Ärzte und kleine Geschäfte und so, die, ich bin ja letztens durch meinen Heimatort gefahren, wo ich groß geworden bin, das ist alles dicht, ne? Also da gibt es nichts mehr, ne? Also die Postfiliale ist schon ewig zu, das habe ich als Kind noch erlebt. Der Landmaschinenschlosser da ist zu, der Eisenwarenladen ist zu, die Bäcker sind alle zu, alles. Es gibt nichts mehr, gibt keine Geschäfte mehr da. Und früher war das, da konntest du alles direkt vor der Haustür kriegen. Mein guter, langjähriger Freund Klaus Schilling, der ja auch das Catering für meine Hochzeit gemacht hat damals. Das heißt, dass die Leute jetzt ja, bis nach Bunde fahren müssen, also 12 Kilometer fahren müssen zum nächsten Einkaufsladen. Ne? Das ist so traurig, ne? Das Dorfleben stirbt aus. Naja, so, ich dann doch nochmal jetzt schnell tanken. Wir haben ja zum Glück Tankkarten und es ist ja 24/7 offen hier die Tanke. Na? Das heißt, einmal schnell die Bude vollrüsseln, damit ich heute auch alle Besichtigungen schaffe. Ja, Ruby ist wieder voll, wie ihr seht. Ich bin angeschnallt, deswegen hat's Gepiepe gerade aufgehört. Start zur ersten Besichtigung, ist ganz interessant. Könnt ihr sehen, hier ist für die Kirchengemeinde, kann ich auch ruhig zeigen. Ne? Begutachtung, ob Beschädigung durch Pflasterarbeiten zustande gekommen ist. Das greife ich mal kurz auf, weil ich habe jetzt auch an einer Ausschreibung teilgenommen, wo es darum geht, dass Bäume gefällt werden müssen. Also erst mussten die auch begutachtet werden. Standfestigkeit, Wurzelschäden. Wurzelschäden eben auch entstanden durch Baggerarbeiten. Und zwar Kabelverlegearbeiten, Glasfaser. Ne? Also da ist Glasfaser verlegt worden und da ist im Wurzelbereich gebaggert worden, obwohl gesagt worden ist Handschachtung oder eben RAM-Rakete. Nein, ist gebaggert worden, sind die ganzen Wurzeln abgerissen worden, sind mehrere Bäume, die jetzt zwangsweise gefällt werden müssen, ausgefräst werden müssen, was gar nicht so einfach ist, weil das blöde Glasfaserkabel da jetzt liegt. Übrigens meist nur 30 bis 40 cm tief. Und dann muss da neu gepflanzt werden, wohlgemerkt auf Kosten der Firma. Eine andere Geschichte hatte ich jetzt letzte Woche Besichtigung war auch, Bäume sollen zurückgeschnitten werden, weil sie nicht mehr so vital aussehen. Soll also das Totholz raus, habe ich mir das Ganze angeguckt. Da ist auf einem ehemaligen Land ist eine Baulücke geschlossen worden. Und da ist eben extrem viel Bodenverdichtung passiert. Da sind Wurzeln angegraben worden, da sind Aufschüttungen an Bäume gemacht worden. Also alles das, was man nicht tut, da sind Terminale aus Bäumen rausgenommen worden, damit die Photovoltaikanlage nicht beschattet wird. Also alles das, was eigentlich scheiße für einen Baum in irgendeiner Weise ist, ist da natürlich gemacht worden, weil da eben die Baufirmen natürlich auch gerade hier in der Gegend wenig bis gar keinen, guck, da fetzen sich Elstern, die blöden Biester. Nesträuber, ne? Deswegen sage ich die blöden Biester, ne? Die holen auch die kleinen Singvögel dann aus den Nestern und so, ne? Also ganz, ganz böse kleine Viecher.
Ja, zurück zu den Bäumen. Ne? Also alles das, was man nicht machen darf, ist da gemacht worden. Baufirmen wissen es oft nicht besser, Anwohner wissen es nicht besser. Hier in Ostfriesland heißt es eben oft so, ne, auch wenn so ein Baum so verstümmelt wird, ach, die Wort hier wird grün, die Sprut hier wird ut. Ja, also auf Hochdeutsch übersetzt, ach, stell dich nicht an, der wird ja wieder grün und der sprießt auch wieder aus oder treibt auch wieder aus. Ne? Also ganz, ganz blöde Einstellung hier und wir haben hier wirklich viele schöne alte Bäume. Aber naja. Es werden halt, wie gesagt, dann ganz oft irgendwelche Baulücken geschlossen und dann wird eben im Wurzelbereich der Bäume rumgebaggert und so eine Geschichten. Und dann wundern sich die Leute, wenn die Bäume hinterher im Arsch sind. Und andersrum sieht man eben ganz oft, dass Bäume abgängig sind und eigentlich Bedarf hätten, dass sie mal wegkommen. Ne, hier die tote Tanne da. Und da passiert einfach nichts, ne? Also jahrelang nichts. Und dann bricht der Baum im Sturm mal um und dann zahlt sogar noch die Versicherung. Ne? Also ich würde da anstelle der Versicherung sagen, hier Leute, ne? Das war selbst für einen Laien augenscheinlich und abzusehen. Das Ding ist tot und kaputt. Hier auch wieder typischer Fall von Verstümmelung, ne? Und treiben auch wieder aus. Naja, die Kiefern werden wohl nicht wieder austreiben. Die Ahörner, okay, die treiben wieder. Aber naja, ich weiß nicht, wozu wir hier in Westerwelleding so eine krasse Baumschutzsatzung haben, wenn sich kein Arsch dran hält. Nur wir halten uns dran, weil wir sind ja ein Fachbetrieb und ich will mir auch die guten Beziehungen zu den Gemeinden und die kurzen Drähte, ich habe von allen wichtigen Leuten die Handynummern, will ich mir nicht versauen dadurch, dass wir irgendwelchen Schmuh und Scheiße machen. Ne? Aber das dazu zu meiner ersten Besichtigung, musste ich mich nochmal kurz auskotzen. So ist das hier. Ja, da wäre ich fast vorbeigekesselt. Ich hatte ganz vergessen, die Jungs laden gerade den Wärmeer auf. Wir haben heute eine Grundstücks... Ja, alle Tannen auf dem Grundstück müssen weg. 21 Stück an der Zahl. Wie gesagt, wer mehr drauf? Ich habe ja am Wochenende beim Hacker die Messer gewechselt. Die haben auf der einen Baustelle ein bisschen gelitten. Da ist Kies mit durchgegangen. Also das waren so Kiesbeete. Und da hatte sich wohl bei den Bäumen hin und wieder mal ein bisschen was in der Krone verfangen. Und da konnte man das dann schön klötern hören. Nur wenn ihr es klötern hört, ist es leider schon zu spät. Ja, also wir dann jetzt heute 21 Tannen fällen, Bühne mit, Hacker mit schicken neuen Messern, Wärmeer mit zum Äste ziehen und Holz poltern. Ja, das haben ja viele schon gesagt hier, ne? Also mich gefragt wegen dem Twin-Trailer, sie wollen den kaufen. Leute, der geht erst im Februar weg, wenn der andere Anhänger da ist. Ne? So lange brauche ich den noch. Und wenn man überlegt, dass der Neupreis mittlerweile bei über 22.500 Euro liegt, ist das schon eine Menge Holz für so einen Anhänger. Ja, und der Wärmeer, auch eine gute Frage, ob er jetzt weggeht oder wir ihn behalten. Man sieht ja, wir brauchen ihn doch öfter nochmal. Zumindest solange wie das Kranauto jetzt ja noch nicht da ist. Und wenn das Kranauto da ist, müssen wir mal gucken, ob wir den dann noch brauchen oder nicht. Ja, ich habe mein Klettergeraffel hinten auf dem Rücken, wie ihr seht. Die Baustelle wäre eigentlich was für meinen Kran gewesen. Ne? Also alle Tannen kommen weg und ihr seht, die sind ziemlich hoch, ziemlich weit hinten. An die hinteren kommen wir mit Bühne schlecht ran. Hier werden wir also alle klettern müssen. Ja, und der Kranwagen hätte eben in der Mitte vom Grundstück so aufbauen können. Seht ihr gleich, das ist Platz genug. Und dann hätte ich die einfach herausgehoben. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Der Kranauto ist nicht da. Also alles hier. Hier gut, hier können wir die Bühne aufbauen, können da rüberfahren, aber an die hinteren kommt die eigentlich nicht mehr ran. Das heißt, ja, ich werde klettern, was geht. Ach so, ihr seht gar nicht, ich halte den Cube falsch rum, ja, viereckig. Nochmal ein Stück zurück. Also hier wären die Kandidaten gewesen. Die stehen zu weit ins Grundstück rüber mit der Bühne. Also der nicht, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber die stehen zu weit hinten ins Grundstück. Komme ich mit der Bühne nicht ran. Heißt also, ja, klettern. Alternative wäre Gran. Gut, das sind hier so Dinger, die kann man klettern, da kommt auch gut die Bühne ran. Das sind alles ziemlich dicke, lange Äste. Hier vorne kommt auch die Bühne ran, wo Markus jetzt hinfährt. Trotzdem werden wir kombinieren, Klettern und Bühne. Gut, die Kleinen hier, die kann der Wärmeer so greifen und halten und wegfahren. Aber wie gesagt, alles, was dran ist, kommt hier weg. So ist der Plan. Ja, und natürlich auch die ganzen Tuyen und. Schönen guten Morgen. Markus ist in der Bühne. Da ist der Chef drin. So, ich stelle euch mal hier hin, dann könnt ihr ein bisschen zugucken. Ich weiß noch nicht genau wo. Ja.
Ja, ich hoffe, die Kamera hat gerade was gefilmt. Matze häckselt und fährt Wärmeer. Der fühlt sich heute nicht so. Der hat ein bisschen wenig geschlafen. Sein Kurzer ist am Zahnen und ist auch wohl ein bisschen krank, Fieber und so. Er selber auch nicht so gut und wenig geschlafen. Also Matze am Hacker und am Wärmeer. Ich habe die ersten Zeder da runter geklettert. Und mein Plan ist jetzt auch gleich, diese Bäume hier in großen Stücken runter zu klettern. Während Markus da hinten mit der Bühne am Schneiden ist, klappt alles sehr gut. Also der da, der und der sind hier meine Nächsten. Die haue ich hier in großen Stücken rein. Ich fange mit dem hier an, weil wenn der weg ist, habe ich Platz, die anderen runter zu lappen. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Also ich schnapp mir jetzt den Kroppelscheiß hier. Erst die Vorhängenden. Da gehe ich auch nur ein kleines Stück hoch oder ich schneide die Heißdamp. Weißt du was, ich schneide die Heißdamp. Und dann die, die hier stehen. Und dann hat Markus die am Haus, denke ich, auch schon größtenteils weg. Ein Vorhänger, immer wichtig, wisst ihr, mit Halteband schneiden. Sonst spaltet er auf, barbert und kann euch die Hüfte zertrümmern. Martin Peter hat da richtig, richtig Glück gehabt. Dem ist auch ein Baum gebarbert und er ist runtergekommen. Zweite OP jetzt, Martin. Gute Besserung, auf dass du fix wieder auf die Beine kommst. Und nicht übertreiben mit Laufen, nicht zu schnell wieder anfangen. Auch wieder ist wegen dem White Open Bird Mouse bis zum Schluss am Stamm geblieben. Schön aus dem Halteband ausgerissen, Halteband ein bisschen tiefer geschnitten, damit es die Säge nicht mitnimmt. Muss man so nicht machen, ist wie gesagt kein Lehrvideo, kann man so aber machen. Ihr sollt ja auch nicht über Brusthöhe schneiden. Ne? Also wie gesagt, nicht das nachmachen, was ich hier tue. Aber der liegt jetzt auch. Jetzt kann ich mich an die drei machen. Markus ist da noch mit seinem Baum beschäftigt. Alles gut, kriegen wir alles hin. Ich habe den einmal aufgearbeitet. Matze fährt den jetzt nach vorne. Habe ich einmal zerlegt. Das Stammholz liegt da. Jetzt ist mein Plan. Habe ich mal kurz einweihen. Ich muss aufpassen mit den Steigeisen. Ich laufe die ganze Zeit mit Steigeisen rum, nicht in die Lampe dreht. Also, mein Plan ist, den hochlaufen, den austoppen, dann den Rest von unten. Dann hier die Spitze, die wächst einmal mit dem Knick nach hier, reinziehen nach da mit dem Wärmeer. Weil ausklettern will ich dann eigentlich nicht. Normalerweise kann ich den ab da, wo die Krone von dem anderen ist, schneiden. Diesen hier mit Bühne auf dieser Seite nackig machen, weil der hat nur Gewicht nach hier und dann auch da rein. So ist der Plan. Ihr seht, was ich hier schon für Luft gekriegt habe. Ne, zwei am Boden, das passt. Gut, hier liegt auch schon eine Menge Gemüse. So, weiter geht's.
wenn ihr euch fragt, warum Bühnen grundsätzlich kaputt sind, deswegen. So, Plan ist jetzt, naja, deswegen sind auch die Aluplatten hinten drauf. Also Plan ist jetzt, ich habe den ausgetopft, wie ihr seht. Spitze liegt da ja drinne, haben wir glaube ich sogar auf Video. Also, ich schnapp mir jetzt eine richtige Säge. Die hat Matze mir da schon hingestellt, sehr schön. Matze hat auch schon die Umlenker eingebaut. Also das ist die Krone, formatfüllend hier drin. Ne? Work smart, not hard. Wenn es reinpasst, passt es rein. Hat nichts mit Höhenangst zu tun, sondern einfach mit Effektivität. Der ist ausgetoppt, den schmeißen wir jetzt hier genau neben, am Stück. Vorher schmeißen wir den noch um, damit wir Platz haben. Den nageln wir da dann drauf. Ja, man könnte auch erst die Krone aufarbeiten, aber wir haben ja den Wehrmeer da. So ist der Plan. Richtig, der Plan ist gut. Sehr gut sogar. Ist wieder kalt, ja, oder? Matze räumt einmal die Stämme mit dem Wehrmeer weg. Markus hat die Bäume jetzt so weit oben ausgeastet. Da fahren die Stämme. Also wir brauchen den Wehrmeer scheinbar doch noch. Genau, ich lapp jetzt da den Baum um. So ist mein Plan. Dann habe ich hier die alle weg. Den weiß ich noch nicht. Entweder ich renne den hoch und schmeiße den auch in großen Stücken da rein. Der hängt halt ein bisschen zurück zum Haus, aber ja. Ich denke, ich renne ihn hoch, dann ist er weg, dann braucht Markus das nicht, dann kann Markus da die Bäume weitermachen. Dann habe ich hier vorne den weg, also eigentlich alles weg. Und dann schnappe ich mir die Tuyen. Dann gehe ich die Tuyen, lapp die runter. Ich muss die Kamera, komisch, jetzt ist sie wieder halb voll. Eigentlich müsste ich die Kamera gleich mal laden. Matze bringt fleißig Stämme weg. Ich habe hier den nochmal erledigt, hier den Toten. An inch as good as a mile. Der passt hier auch so gerade rein jetzt. Da liegt die Spitze, schön am Rhodus hier vorbei, am Rhododendron, genau in die Lücke geschmissen, wo wir die anderen Kronen auch schon reingeschmissen haben. Ne? Hier vorne ist eine Lücke, am Rhodo vorbei. Boah, ja, da fährt der Wehrmeer. Markus riecht da oben auch in den letzten Zügen. Matze, pass auf, die Spitze fällt in unsere Richtung. Sehr schön, gut. Ja, das war das dann. Das ist dann jetzt auch erledigt. Jetzt hauen wir den hier noch rein und dann haben wir hier vorne alle weg. Also mit dem machen weiß ich noch nicht genau. Vielleicht gehe ich den doch hoch, der ist zwar krumm, aber... Oder ich mache den Salami und wir ziehen den nach hinten raus. Mal sehen. So, Matze arbeitet den weiter auf. Wir haben gerade beim Kunden kurz Brötchen und Kaffee gehabt. Ich renne die jetzt hoch. Markus möchte die gerne reinschmeißen. Das passt aber bei der mit der Länge noch nicht. Das heißt, der muss leider einmal hoch da ein bisschen Länge rausnehmen, bis zum Zwiesel ungefähr. Und ja, dann kann man die da reinschmeißen. Möglichst ohne den Taxus da vorne zu zerstören. Ja, also ich wieder klettern, den hochlaufen und dann da reinschmeißen. So ist der Plan.
steht der LKW zu. Hier steht die Bühne. Zwar geht das um der Tanne. Die Tanne, die da ist. Die ist doppelspitzig, längste Straße. Vorne steht er. Mats hat ihn jetzt ins Meer mehr. Geht um das große Ding. Nächster Morgen. Den haben wir gestern mit Hängen und Würgen noch mit der Bühne gekriegt. Den räume ich zwischendurch auf. Mats hat die Fräse schon dabei. Hier werden 5, 6, 3, 4 Stämme werden, glaube ich, gefräst. Da liegt noch jede Menge Holz. Da vorne. Dann sind das hier noch 1, 2, 3, 4 Tannen, die noch wegkommen. Ja. Die Bühne steht beim Nachbarn. Als erstes machen wir jetzt diese Tanne weg. Und dann geht's weiter. Ja, da liegt der erste Haufen schon. Da drüben liegt Brennholz. Hier liegt was. Und das muss noch. Haben wir ein bisschen wilde Sau gespielt. Ja, ihr Lieben, wer hat bis hierhin durchgehalten, haut es mir mal in die Kommentare. Das waren die letzten Baustellen vor der Abholung vom LKW. Den zweiten Tag waren die Jungs alleine auf der Baustelle, haben auch alleine gefilmt, weil ich war da ja schon auf dem Weg nach Buchen. Wir sind also den Montagabend, hat mich die Anna Caroline von der Baustelle abgeholt. Und wir sind dann auf dem Weg nach Buchen gewesen, sind dort nachts angekommen und haben dann ja am nächsten Morgen den LKW übernommen. Das werdet ihr aber in dem Sonntagsvideo dann sehen. In dem Sonntagsvideo wird also die Abholung vom Hulk zu sehen sein und die ersten Baustellen mit dem Hulk. So haben wir ihn ja intern quasi genannt. Kleine Anmerkung noch für die Kanalmitglieder. Ich weiß, die schauen nämlich meist bis zum Schluss. Es ist richtig, ich hatte vergessen, euch im Community-Bereich unter den Kommentaren zu posten wegen den Stickern. Ihr bekommt ja einen Sticker vom Hulk. Alle Kanalmitglieder bekommen diesen Sticker, die eben unter diesem Kommentar sich melden. Also, im Community-Bereich vom Sonntagsvideo, eher schaffe ich es leider nicht, da bitte einmal dann melden wegen dem Sticker. Alles, was ihr dafür tun müsst, wird in dem Kommentar stehen. Wie gesagt, dieser Sticker wird auch nicht in den Shop kommen, sondern der ist exklusiv
nur für die Kanalmitglieder, genauso wie die Rabatte im Shop, die eben auch für Kanalmitglieder sind. Ich habe gesehen bei den Kalenderbestellungen, das hat auch schon gut funktioniert und die meisten bekommen das hin. Sehr, sehr schön. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Sonntag sehen wir uns dann mit dem ersten Video vom LKW, Abholung und erste Baustelle. Bis denne!